Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nach der Rede von Herrn Esser ist es tatsächlich schwierig, über U-Bahn-Prüfvorschläge zu reden. Im Übrigen ist es auch deshalb schwierig, weil es ein relativ schludriger Prüfauftrag aus relativ klar erkennbaren wahlkampftaktischen Erwägungen ist. Das wissen Sie im Übrigen ja so gut wie ich. Und es ist eigentlich Veruntreuung von Steuergeldern und gehört schnellstens wieder kassiert. Verwaltungskapazitäten sind gerade im Planungs- und Baubereich rar. Das hat uns der Rechnungshof sehr deutlich mitgeteilt und sollten im Übrigen nicht dafür verschwendet werden, erneut zu untersuchen, was bereits mehrfach untersucht und längst geklärt ist. Ihre Vorschläge sind alles olle Kamellen, aber verkehrlich durchaus sinnvolle Verbindungen, wie zum Beispiel die zwischen Osloer Straße und U- und S-Bahnhof Pankow, die fehlen. Ein Grund mehr für die Ablehnung. Es wird Sie nicht überraschen, Vorrang hat für uns die Erweiterung des Straßenbahnnetzes, ohne Wenn und Aber. Die Straßenbahn ist das einzige Schienenverkehrsmittel, das die verkehrlichen Herausforderungen der Zukunft in angemessener Zeit zu tragbaren Kosten meistern kann und auch langfristig im Unterhalt wesentlich preiswerter ist. Das pfeifen selbst tiefbegabte Spatzen längst von den Dächern. Und wir haben deshalb in unserem verkehrspolitischen Vorstellung zur U-Bahn kurz und knapp Folgendes mitgeteilt: Vorbereitung von 2 kurzen U-Bahn-Verlängerungen, um die U-Bahn-Strecken untereinander und mit der S-Bahn zu einem lückenlosen Netz zusammenzuschließen. Das sind konkret erstens Krummelanke zum Mexikoplatz, das ist drin in Ihrer Liste, und zweitens Warschauer Straße, Frankfurter Tor. Und wie schon angedeutet, der Lückenschluss U9, Osloer Straße und U2, Pankow, wobei dieser mit hohen Kosten und Schwierigkeiten verbunden ist und deshalb bei uns nicht Beschlusslage ist. Zu Ihrem Vorschlag, die U8 mit Wittenau ins Märkische Viertel zu verlängern, und ich glaube, das war der wesentliche Sinn dieses Antrags, schrieb kürzlich eine Berliner Wochenzeitung, ich zitiere: Die Großsiedlung mit ihren fast 40.000 Bewohnern ist eine der letzten Berlins ohne direkten Schnellbahnanschluss. 1970, als hier alles begann und als Herr Esser nach Berlin kam, wie ich heute gelernt habe, wurde noch vollmundig versprochen, dass da eine U-Bahn kommt, und es wurde um die Jahre immer ruhiger. Und seit 1994, als der Endpunkt Wittenau in Betrieb ging, schloss der Senat eine Verlängerung ins Märkische Viertel ganz aus. Nicht sinnvoll, zu teuer, hieß es damals, und man setzte auf Busse. Die Euphorie der örtlichen SPD und CDU ist angesichts dieser Wahlkampfversprechen in diesem Antrag überschäumend. Weiter aus dem oben genannten Artikel, Zitat: Jetzt müssen wir schnellstens mit einer verbindlichen Zeit- und Terminplanung beginnen, 2017 das Planungsrecht schaffen, 2018/19 die Mittel für den Bau binden und Mitte der 2020er Jahre könnte die Bahn dann fahren. Zitat Ende. Vielleicht helfen Sie den Kollegen aus Reinickendorf mal auf die Sprünge, was realistische Zeitabläufe selbst ohne typischen Berlin-Zuschlag sind. Zu Ihren anderen Vorschlägen in aller Kürze: U1 Vorratsbau zum Ostkreuz, Stützpfeiler, Fundamente ist das Stichwort, kann man machen, ist aber kein vordringlicher Bedarf. Die U6 nach Tegel zu verlängern, 2 Kilometer lang, da ist die Straßenbahn 3-mal besser. Die U3 Mexikoplatz habe ich schon erwähnt, wenn man es finanzieren kann, kann man es machen, aber es hat keine Priorität. U2 nach Pankow bzw. Falkenhagener Feld bringt viel zu wenig für den Aufwand, den es machen würde. Und zuletzt zur U7. Die U7 von Spandau bis zur Heerstraße Nord, das sind 2 Kilometer. Diese Verlängerung, ob über Wilhelmstraße oder Pichelsdorfer Straße, würde hauptsächlich für innerbezirklichen Verkehr genutzt werden. Da ist eine Straßenbahn viel sinnvoller und preiswerter, zumal die zu einem Netz ausgebaut werden könnte und nicht nur so ein Stummel ganz hinten dran wäre. Und zu allerletzt, die U7 von Rudow bis BER, tut mir ja leid, ich habe ja den Antrag nicht gestellt, aber ich muss ja was dazu sagen. U7 von Rudow bis zum Flughafen Schönefeld, das sind übrigens 10 Kilometer und mindestens 700 Millionen Euro Kosten. Und das ist nur deshalb so billig, weil über die Hälfte der Strecke übers Feld führt, sonst wäre es deutlich teurer. Ich kann nur raten, Finger davon lassen. Es gibt deutlich bessere Alternativen zur optimalen Anbindung des Flughafens. Und im Übrigen wurden auf dem Flughafengelände gar keine Vorsorgemaßnahmen getroffen. Insofern wundert es mich, dass Herr Mühlenfeld findet, die U-Bahn wäre eine tolle Sache. Von Schöneweide nach Steglitz, das wäre meine Idee, ist eine tangentiale Straßenbahnführung sinnvoll und erforderlich.
Von der Ecke Neuköllner Straße Zwickauer Damm könnte eine Abzweigung zum U-Bahnhof Udo und weiter entlang der Rudersdorfer Chaussee zum Flughafen führen. Alles das wäre viel sinnvoller. Fazit: Die von Ihnen vorgeschlagenen U-Bahn-Verlängerungen lenken von der umwelt- und verkehrspolitisch vorrangigen Aufgabe des Straßenbahnbaus ab und binden unnötig Personal und Planungskosten. Deshalb werden wir sie ablehnen. Vielen Dank.